Sie sehen jetzt die Montage des 3-in-1 Veo-Wagens. Hier sind die Elemente des Sets. Hinterachse mit Bremse, Vordach, Regenschutzfolie, Rahmen, Montageanweisung, Fußabdeckung, Zubehörtasche, 2-in-1 Gondelsitz mit Matratze, Sicherheitsbügel, Räder, Autositz Mink, Autositzadapter. Beginnen Sie mit dem Aufklappen des Rahmens. Drücken Sie den Verriegelungsknopf an der Seite des Griffes und ziehen Sie die Hebel an beiden Seiten an. Heben Sie den Rahmen an, bis Sie einen Klick hören. Jetzt montieren Sie die Hinterachse mit der Bremse. Schieben Sie es einfach fest ein, bis Sie Widerstand spüren. Die Montage der Räder ist sehr einfach. Schieben Sie sie hinein, bis Sie einen Klick hören. Die größeren hinten. Die kleineren vorne. Um die Räder zu entfernen, auf den vorderen drücken Sie den Schnellspanner. Drücken Sie auf den Hinterrädern die Sperrtaste und ziehen Sie sie heraus. Jetzt ist es Zeit für die Montage der Gondel. Legen Sie sie mit dem Boden nach oben. Drücken Sie die zwei Tasten an den Seiten und stellen Sie die Fußstütze auf die gewünschte Höhe. Heben Sie dann die Metallstange an und hängen Sie den Klettverschluss ein. Legen Sie die Gondel auf den Rahmen, so dass der Vorderteil auf die Eltern zeigt. Ordnen Sie noch den Boden und legen Sie die weiche Matratze ein. Montieren Sie den Sicherheitsbügel in diese Löcher. Schieben Sie ihn einfach hinein, bis Sie einen Klick hören. Es fehlt noch das Vordach. Montieren Sie es an diesen Stellen. Schieben Sie die Halterung des Vordachs auf den Rahmen, so dass die Stifte in die Löcher eindringen. Dann schließen Sie den Reißverschluss des Vordachs. Um das Vordach zu vergrößern, öffnen Sie den zweiten Reißverschluss in der Außenhaut und klappen Sie sie auf. Das Set beinhaltet auch eine Fußabdeckung. Legen Sie es auf die Gondel, auf der Innenseite befindet sich ein Reißverschluss, machen Sie ihn zu. Noch ein Klettverschluss um den Griff und alles ist fertig. So sieht die fertige Gondel aus. Wenn das Kind größer wird, nehmen Sie die Matratze heraus und verwandeln Sie die Gondel in einen Buggy. Befestigen Sie dazu diese zwei Schnallen unter dem Sitz. Außerdem ziehen Sie die Rückenlehne, bis sie sich in einer vertikalen Position befindet. Sie können den Buggy ebenfalls so einstellen, dass das Kind die Eltern sehen wird. Passen Sie vor dem ersten Spaziergang die Gurte auf die Größe des Kindes an. Reinigung der Gurte. Schieben Sie die Kunststoffhaken auf der Rückseite des Wagens. Einen auf der Unterseite, vier auf der Rückseite. Dann entfernen Sie die Gurte aus den Löchern. Um sie wieder zu installieren, fahren Sie in umgekehrter Reihenfolge fort. Veo verfügt über vier Positionen der Rückenlehne, die durch Drücken einer Taste am Griff eingestellt werden können. Liegend, zwei halbliegend und sitzend. Um die Einstellung der Fußstütze zu ändern, drücken Sie die Tasten an den Seiten. Der Griff für Eltern ist ausziehbar. Drücken Sie diese Taste, ziehen Sie sie, um ihn anzuheben, oder drücken Sie, um ihn zu verstecken. Um zu bremsen, drücken Sie das Pedal nach unten, zum Entriegeln nach oben. Die Vorderräder werden mit einer Taste agitiert. Der Wagen verfügt über eine zweistufige Dämpfungseinstellung. Ziehen Sie bei unebenem Gelände die Hebel zur Hinterachse. Auf einer ebenen Fläche ist die Vorgehensweise umgekehrt. Das Material des Korbes kann zum Waschen abgenommen werden. Abziehen und abnehmen. Die Regenschutzfolie anbringen und aufziehen.
Befestigen Sie die Tasche am Elterngriff folgendermaßen. Der Sitz mit Adaptern montiert man am Rahmen. Immer auf die Art und Weise, dass das Vorderteil auf die Eltern zeigt. Durch Schieben des Griffes können Sie eine Hülle über das Kind spannen. Um den Sitz aus dem Rahmen herauszunehmen, ziehen Sie die Hebel auf beiden Seiten. Der Sitz hat eine Wiegefunktion, die man einfach blockieren kann. Der Buggy lässt sich so zusammenklappen. Klappen Sie den Teleskopgriff zusammen, entfernen Sie den Sitz, drücken Sie die Sperrtaste, ziehen Sie die Hebel auf beiden Seiten, zusammenklappen. Wenn der Rahmen am Griff nach oben gehoben wird, klappt er bis zum Ende zusammen. Bequem, nicht wahr?